Ihre Website hat der Sohn vom Chef gemacht. Endlich! Die Cartoonisten haben den bekanntesten Fußballschneuzer wieder. So wie hier der Zeichner Olli Hilbring freut sich eine ganze Zunft über die Rückkehr des Peter Neururer. Auch die Sportjournalisten des Ruhrgebietes sind ganz außer sich. Pedder ist wieder da, gewinnt auch noch und liefert Geschichten. Die Euphorie in und rund um Bochum ist groß und nach einer Woche des Zurückkommens hat Peter Neururer auch mal wieder mehr Zeit für die alten Kollegen. Wie Zeugwart Andy Pahl. Der war früher in besseren VfL-Zeiten mal eine Berühmtheit. Ne, Wasser gegen Bayern München? Ja. Gewinnen hier gegen Bayern München. So, dann war irgendeiner dort mit der schlauen Frage, ne, wie ist die taktische Ausrichtung und so weiter gegen Bayern München. Man sagt ja wahnsinnig. Weiß er noch? Naja, das war beim Wintertrainingslager, ne? So ein paar Monate vorher. Taktische Ausrichtung gegen Bayern München macht bei uns der Zeugwart, Professor Dr. Andy Pahl. Und dann gewinnen wir gegen Bayern München auch noch. Stimmt. Das war der Sieg vom Andy, ne? Nein, von uns allen. Nein, von dir. Nein, von dir kam die Taktik. Die sind wahnsinnig geworden in München. Punkt 10.30 Uhr öffnet beim VfL die Kartenvorverkaufsstelle. Man würde jetzt nicht behaupten, dass es hier wie ein paar Kilometer weiter in Dortmund zugeht, aber es gibt schon einen gewissen Andrang. Schon 20.000 Karten sind für das St. Pauli-Spiel am Freitag verkauft worden. Saisonrekord. Sie haben sich gerade Karten geholt für Bochum gegen Pauli. Hätten Sie sich die auch geholt, wenn Peter Neururer nicht Trainer wäre? Hätte ich mir auch geholt. Das hatte ich schon vorher vor, weil ich einmal St. Pauli sehen hier im Stadion, weil ich schon längere Zeit nicht mehr hier war. Aber jetzt, weil der Neururer da ist, erst recht. Und Peter Neururer sorgt hier für lange Schlangen vor der Folge. Auf jeden Fall. Ist auch gut so, dass er mal wieder da ist. Mich freut das. Zur gleichen Zeit betritt der Publikumsmagnet die Bühne. Peter Neururer auf dem Weg zum Training. Buongiorno. Jetzt gibt es endlich mal wieder was zu gucken. Zum Beispiel die neuen Sitten. Der Herr Cheftrainer wird jetzt auf dem Trainingsplatz wieder ordentlich begrüßt. Hallo, herzlich willkommen, buongiorno. Ein ganz besonderer Kiebitz sucht nach dem besten Blick durch den Busch. Atta Lamek, die VfL-Ikone. 518 Bundesligaspiele, natürlich alles erste Liga. Der weiß gar nicht, wie dritte Liga geschrieben wird. Ja, ich spreche nicht vom Abschied, wir haben ja andere Ziele, wir wollen nach oben und davon spreche ich. Vom Abschied spreche ich nicht. Wo ist denn oben? In einer Möglichkeit, in der Tabelle 10 Plätze höher und dann ein bisschen gucken. Dieses Jahr klappt das natürlich nicht, da müssen wir ganz ehrlich sein. Jetzt wollen wir nur den Abschied verhindern und dann wollen wir natürlich gucken, dass wir wieder oben angreifen. Die Marketingoffensive PN für Bochum hat auch vor dem Stadionmagazin nicht Halt gemacht. Pressegespräch mit dem Trainer und der hat natürlich auch mitbekommen, dass seine Verpflichtung und vor allem die 3 gewonnenen Punkte in Cottbus einen Fußballverein aus dem Wachkoma geweckt haben. Dieser Wake-up-Call ist erhört worden. Das, was ich am ersten Tag mir erwünscht habe, dass wir zusammenstehen, demzufolge auch hier mit dem Motto, wir bleiben drin, aber nur mit dir, hier total angenommen wurde. Es erfreut mich und ich glaube, dass es der Mannschaft noch mal einen weiteren Schub geben wird. Wir bleiben drin, aber nur mit dir. Wurde jetzt sogar als Anzeigenkampagne gestartet. Einer für alle, alle für einen. Rund ums Revierbauer Stadion gilt wieder der Einheitsgedanke. Da hat Peter Neururer kräftig mitgewirkt. Und wenn er oben in der Chefetage bei Christa Terno, der guten Seele des Vereins, steht, dann denkt er, ich bin wieder zu Hause. Das ist der VfL Bochum schlechthin und ich habe Dinge erlebt, in der vergangenen Zeit, in der ich wusste, egal was hier im Verein passiert, Frau Terno hat alles im Griff, alles. Und ist auch für alle Sachen zuständig, bis auf die Tatsache, wo da auch noch Einflussnahme kommt, was da unten auf dem Rasen abläuft. Da hat Frau Terno dann noch Entschuldigung für irgendwelche Leute, aber auch Erklärungen. Und von daher, ohne Frau Terno gibt es diesen VfL Bochum in dieser Form mit Sicherheit nicht. Die Stimmung ist in den letzten Wochen auch wesentlich besser geworden oder in der letzten Woche, Frau Terno. Draußen wie hier drin besser geworden. Ein Tag in Bochum und die Erkenntnis, Peter Neururer hat die Stimmung im Griff. Und Christa Terno den ganzen Verein.